Herzlich willkommen nochmal. Wir haben kurzfristig noch jemanden dazwischen geschoben. Ich darf Ihnen einen kurzen Spontangast vorstellen. Frau Katja Friedrich ist Vorsitzende bzw. Geschäftsführerin von Medien- und Bildung.com und, was auch noch wichtig ist, Sprecherin von Keine Bildung ohne Medien. Sie sind sozusagen Veranstalter dieses Forums. Ja, das ist jetzt strukturmäßig ein bisschen kompliziert. Okay. Also Veranstalter ist die GMK, Gesellschaft für Medienpädagogik, Kommunikationskultur, die wiederum unterstützt mit mehreren Initiativen, Trägerorganisationen, diese Initiative Keine Bildung ohne Medien. Mhm. Und das ist natürlich, wenn man so will, auch ein Motto, das über dieser Veranstaltung mitschwebt. Hier geht es ja darum, wie kann man mobile Medien mit Bildung irgendwie sinnvoll zusammenbringen. Dieses Forum hat das Thema digitale Kommunikation als Herausforderung für Bildung, Pädagogik und Politik. Erstmal ganz lapidar gefragt, warum gibt es sowas? Warum gibt es dieses Forum? Das Forum ist, sagen wir mal, eine Traditionsveranstaltung von der GMK. Die macht jedes Jahr im Herbst eine dreitägige Tagung, wo sie sich intensiv auseinandersetzt mit einem Bildungsthema, das mit Medien zu tun hat. Und es war überfällig, dass man sich mit dem Thema mobile Medien in der Bildung und natürlich auch Herausforderungen für die Politik beschäftigt, weil das natürlich, wie wir alle sehen, unseren Alltag permanent bestimmt. Und weil wir sehen, es kommt so ein bisschen in Schule rein, aber auch nicht wirklich. Und wie soll man sich verhalten? Wir haben ja heute schon interessante Vorträge dazu gehalten und gehört. Und um das auszuleuchten, dieses ganze Themenfeld, braucht man eine ganze Menge unterschiedlicher Perspektiven und deswegen auch diese vielen unterschiedlichen Vortragenden und Workshops dazu. Ganz wichtige Frage, warum findet das in Rheinland-Pfalz statt? Weil wir als rheinland-pfälzische Organisation den Finger gehoben haben und zusammen mit dem Landesfilmdienst haben wir gesagt, hier gibt es so viel Spannendes und so viele wichtige Akteure im Bereich Medienpädagogik, Medienbildung. Aber auch die Landesregierung hat natürlich viele Akzente gesetzt mit Medienkompetenz macht Schule und haben gesagt, das ist ein Bundesland, wo viel Bewegung ist und viel Wichtiges gesagt wird zu dem Thema. Und das gehört nach Mainz, in die Medienstadt, wo Gutenberg knall losgegangen ist und überhaupt, das ist ein guter Veranstalter. Der Urknall sozusagen. Der Urknall des privaten Rundfunks war zwar nicht in Mainz, aber in Rheinland-Pfalz. Ja, klar. Deswegen sind wir hier. Okay. Ich kenne das ja auch aus eigener Erfahrung ganz gut mit medienundbildung.com. Sie sind ja aktiv mit dabei, diese Medien und alles, was dazugehört, in die Schule, in die Bildung zu integrieren. Wo sehen Sie da in Zukunft noch Potenziale, beziehungsweise wo können wir insgesamt mit dieser Integration der Medien in die Bildung noch besser werden? Ja, das ist dann immer die Frage, wo fängt man an? Also heute Morgen haben wir gehört von Professor Igel, das muss natürlich eine Technikoffensive, wir brauchen eine Schulcloud oder intelligente Bildungsnetze, das gehört sicherlich dazu. Aus pädagogischer Sicht sagen wir immer, es ist das Primat der Pädagogik, wir brauchen die Konzepte und wir brauchen die Lehrer und Lehrerinnen oder die pädagogischen Fachkräfte, die in der Lage sind, mit Medien überhaupt was Sinnvolles im pädagogischen Alltag anzustellen. Und deswegen ist unsere Prämisse, wir brauchen eine verpflichtende Grundbildung Medien für pädagogische Fachkräfte. Und dann brauchen wir natürlich auch Technik. Aber das ist der Streit zwischen Pädagogik und Technologie. Was hat das die größere Wichtigkeit? Dann sagen wir natürlich beim Lernen im Bildungskontext natürlich erstmal der Fokus auf dem Lernen. Wird Lernen besser durch Einsatz von mobilen Medien oder Tablets oder nicht? Das muss man sich genau angucken. Wo macht es Sinn, wo nicht? Und deswegen sagen wir, wir müssen das in die Schule bringen und erproben und angucken, während wir es tun. Und dann auch es weiterentwickeln und sagen, ach nee, dafür taugt es nicht, dafür taugt es. Wir wissen zum Beispiel im Bereich inklusiv Medien, also sagen wir mal Leute mit körperlichen Beeinträchtigungen, die können natürlich mit Tablets und entsprechenden Apps, die es gibt, können die Riesensprünge machen. Das erweitert ihren Handlungsrahmen. Aber ich glaube, man muss sehr genau hingucken. Für diesen Kontext ist Medieneinsatz wichtig. Hier kann man auch mal ohne Medien was lernen. Und das versuchen wir eben durch viele Praxisprojekte zu erproben und dann auch wieder zu evaluieren.
Jetzt habe ich noch zwei Fragen dazu. Haben Sie persönlich das Gefühl, da geht im Moment noch deutlich mehr, als es schon der Fall ist? Ja. Ja, okay. Das habe ich. Wir führen hier die Debatte mit der Schulverwaltung oder Schulträgern und der Bildungsadministration. Sollen wir nicht zulassen, dass die Schüler allen ihren Minicomputer, den sie in der Hosentasche haben, jetzt mal einsetzen im Unterricht? Okay. Aber Handy ist ja meistens verboten. Bisher ist ja verboten. Aus dem Grund, weil natürlich auch viel Missbrauch damit getrieben werden kann. Auf der anderen Seite stehen wir vor der Situation, dass wir nicht genug Geld haben, um sämtliche Schulen flächendeckend mit allem an Geräten auszustatten. Ist es auch die Frage, ob das die richtige Politik ist? Denn wenn jetzt alle in der letzten Winkel die Tablets haben, kommt vielleicht schon von der Seite eine ganz andere Technologie daher galoppiert, dann habe ich aber mein Geld dafür ausgegeben. Also das sind wirklich knifflige Fragen mit diesen Ausstattungsfragen und deswegen finden wir Pädagogen, lass doch mal das, was dann schon da ist, die haben es doch, die Handys, lass uns doch damit arbeiten, bis wir die große Lösung einheitlich für die Schulen haben. Das heißt? Politisch schwierig. Ja, das heißt, das muss aber definitiv ein fester und auch in einer gewissen Größenordnung immer gleicher Bestandteil des Unterrichts sein. Sollte es Ihrer Meinung nach ein Schulfach Medien geben zum Beispiel? Nee, dann haben sie es ja so in eine Ecke gedrückt und dann kommt es in allen anderen Fächern nicht vor. Es ist eigentlich nicht mehr wegzudenken, dass sie sich mit einem Thema beschäftigen, das nicht medial aufbereitet, medial zugänglich ist, wo man nicht in die Tiefen dessen gehen muss, wo komme ich jetzt hier an die rechtlichen Grenzen. Das ist doch ein Querschnittsthema, das sich durch sämtliche Wissensgebiete auch durchzieht. Und deswegen da ist man schon länger von weg, dass man sagt, wir brauchen ein Schulfach. Natürlich kann man auch sagen, wenn man ein Schulfach hat, dann hat es natürlich wieder eine größere politische Bedeutung. Dann muss ich da auch Geld für ausgeben. Okay. Das ist die Abwehr. Aber sagen wir mal, aus pädagogischer Sicht ist es eigentlich sinnvoll, das als verpflichtendes Querschnittsthema zu definieren. Das heißt, wir haben vorhin zum Beispiel schon von Professor Dr. Igel gehört, dass man, so wie er sich das vorstellt, E-Learning in jedem Fach einsetzen kann. Zum Beispiel hat er das Beispiel vorgebracht mit dem Biologieunterricht, dass man eben rausgehen kann nach Pflanzen suchen, kann die mit Hilfe von Geotracking dann auch noch hinterher auf einer Karte orten. Man kann im Sportunterricht, was er eben übrigens noch hinter der Kamera gesagt hat, es gibt ja auch Apps und Geräte heutzutage, die Schritte erfassen, die Bewegungen erfassen. Das heißt, das sehen Sie auch so durchaus, dass man überall in jedem Fach quasi einsetzen kann und auch einsetzen sollte. Das ist der Gesamttenor. Ja. Wobei ich jetzt nicht sage, immer und immer alles nur mit Medien. Mhm. Das ist nicht die Botschaft, aber denke, man sollte sich da offen mit man muss sich damit auseinandersetzen. Wo kann ich die vorhandenen Technologien nutzen, um eben Lernen besser zu machen? Das muss doch das Ziel sein. Ich muss doch Bildung und Lernen besser machen. Jetzt muss man sich natürlich mal grundlegend, auch das wieder ein Tagungsthema für sich, darüber unterhalten. Was wollen wir eigentlich? Was ist eigentlich das Ziel von Bildung? Wollen wir, dass jetzt alle ganz clevere Knöpfchendrücker sind und haben eine App hierfür, eine App dafür? Mhm. Oder wollen wir auch hinter die Medien gucken? Wollen wir uns mit Medienethik und mit Medienökonomie beschäftigen, was ja zu dem Mediensystem auch dazugehört? Herr Igel hat heute Morgen gesagt, natürlich, die Technologie treibt und treibt und treibt, und dann müssen wir doch als Bildung darauf reagieren. Aber es ist ja kein Naturgesetz, es ist ja kein Wetterphänomen, dass Bildung immer weitergeht, dass Technologie immer weitergeht, sondern da stecken ja Interessen dahinter, da möchte jemand mit Geld verdienen und muss Bildung hinter jeder Technologie herhopsen. Oder soll sie entscheiden, was sie braucht, um gute Bildung, gutes Lernen zu veranstalten? Das würden noch große Aushandlungsprozesse sein, aber spannend. Und das versuchen wir mit dieser Tagung auch zu befördern, Argumente zu liefern. Neue Ideen auch zu bekommen, vielleicht garantiert. Anregungen. Okay, das heißt, wir sind gespannt, was es noch alles erwartet. Ja. Dankeschön, Katja Friedrich, Geschäftsführerin von medienundbildung.com. Wir machen hier in wenigen Minuten schon weiter. Wir haben noch einen zusätzlichen Gast eingeladen. Dann wird es um das Thema Informationsbeschaffung gehen. Wir sind gespannt. Bis gleich. Dankeschön.